Bauarbeiten beim Kreisverkehr in Nordlohne. Hier geht erst einmal nichts mehr. Der Kreisel daneben in Richtung Steinfeld bleibt aber passierbar. Der Kreisverkehr an der Kreuzung Fechteraer Straße, Krimpenforter Straße, Bregeler Straße wird nun 7 bis 8 Wochen saniert. Denn im Fahrbelag gibt es Risse und der Innenbord muss neu gesetzt werden. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird der betroffene Bereich komplett dicht gemacht. Denn würde der Kreisel nur halbseitig gesperrt, würde die Trocknungszeit vom Belag doppelt so lange dauern. Das bedeutet in den sauren Apfel beißen und der weiträumigen Umleitung folgen. Also kein leichtes Rein- und Rauskommen mehr für die Lohner in Richtung Fechter. Nein, Spaß. Der Radweg bleibt während der Bauarbeiten frei.